Ja, also als Rentnerin, ich bin jetzt ja immer schon zu Hause und dann ist eigentlich alles ganz normal. Waschen, putzen, kochen, was so anfällt. Im Garten arbeite ich auch ganz gerne. Da hat sich gar nichts verändert, außer mein Einkaufsverhalten. Das ist etwas anders geworden. Ich sammle mehr und mache dann einen größeren Einkauf. Und wo sich ganz gravierend was verändert hat, das ist im zwischenmenschlichen Bereich. Meine Kinder, meine Enkel, die Freunde, die Nachbarn, also ja, alle kontaktiere ich nur noch über WhatsApp oder über Telefon. Und ja, der Chor, der fällt mir auch ganz doll. Ich singe gerne und freue mich auf die Mitsänger und wir sind dann ja auch, ja, wir sind da zum Üben und wir quasseln ja auch nicht, aber eben mal ein Blick hin und her, ein freundlicher und ja, das fehlt einfach alles. Und dann fehlt mir auch der Gottesdienst, so dieses Zusammenhören und dann hinterher noch diese Nachgespräche an der Kirchentür, noch eben fragen, wie geht's dir denn und hat dies geklappt oder jenes geklappt. Das ist alles nicht mehr da. Und was mir noch fehlt, ist das Café gegenüber. Wir sind nach dem Gottesdienst ja oft ins Café gegangen, haben dann nochmal über die Predigt gesprochen, nochmal überlegt, wie wir das umsetzen können, in der Woche, im Alltag oder persönliche Belange haben wir besprochen, bei Tee und bei Kaffee. Ja, das ist alles weg und diese persönlichen Kontakte, die fehlen mir ganz, ganz doll. Ja, ich erwähnte ja schon, also viel Zeit geht einfach damit auch weg, dass ich Telefonate führe, WhatsApp viel mehr als sonst schreibe. Ja, und dann habe ich in diese Zeit auch meinen Frühjahrsputz gelegt. Die Küchenschränke ausgeräumt, gewaschen und wieder eingeräumt und im Wohnzimmer die Bücher runter von Regalen und entstaubt und ja, wieder eingeräumt, aussortiert, was nicht gelesen wird. Ja, und dann auch, ich kann jetzt ein bisschen mehr lesen und ich schreibe was, Briefe oder Karten, ich male, ach, im Moment bastel ich viel Geburtstagskarten für meine Lieben, die jetzt in nächster Zeit Geburtstag haben. Ja, und wenn mir ganz die Decke auf den Kopf fallen will, dann gehen mein Mann und ich erstmal eine Runde spazieren. Natürlich da, wo nicht viel andere Spaziergänger aufkreuzen. Ja, und es hat sich auch noch was verändert, und zwar abends. Wir haben sonst immer sehr wenig Fernsehen geschaut, aber jetzt suchen wir uns doch das eine oder andere aus und dann nehmen wir doch ein bisschen mehr von diesen Angeboten wahr. Ja, also ich bin total begeistert, dass also diese Idee, Gottes Wort auf diesem Weg weiterzugeben, finde ich ganz genial. Und in dieser Zeit, da ist mir auch unser Trauspruch wieder eingefallen. Der steht in Psalm 27, Vers 4. Eins bitte ich vom Herrn, das hätte ich gern, dass ich im Hause des Herrn bleiben möge, ein Leben lang, um die schönen Gottesdienste mitzuerleben. Ja, dieser Wunsch ist auch jetzt wieder erfüllt worden, trotz Corona. Und das andere ist auch dieses Wissen, wenn ich am Computer sitze, die anderen Gemeindeglieder sitzen auch da oder die Kirchenbesucher. Und ich habe dann total das Gefühl, ein Gemeinschaftsgefühl. Bin dann wirklich richtig zufrieden. Ich freue mich auch über diese beiden Gottesdienste, die ich gesehen habe, dass die Kameraführung so sehr ruhig ist. Und
Ja, das, was ich sehen möchte, wer singt denn da? Spielt Herr Engelbrecht die Orgel? Wer hat denn heute Einleitung? Das zeigt mir die Kamera einfach. Und wenn dann der Pastor predigt, auch da ist die Kameraführung so dabei, ganz ruhig. Und beim letzten Gottesdienst, da habe ich bemerkt, als Herr Steinebel auch von Jesus Christus sprach, da machte die Kameraführung einen ganz leichten Schwenk nach rechts. Und dann hatten wir im Bild die Mutter Maria mit Jesus Christus auf dem Schoß, mit dem Jesuskind. Das passte total. Also ich fühle mich da so richtig gut mit hineingenommen. Ja, ehrlich gesagt finde ich das schon. Angst und Sorge halten sich bei mir ziemlich klein. Und ja, weil ich mir sicher bin, dass alles das, was auf mich zukommt, vorher an Gott vorbeigegangen ist, an Jesus Christus vorbeigegangen ist. Ich meine damit, dass ich ganz sicher weiß, dass alles, was mich bewegt und ängstigt, was mich bedrücken will, das, ja, das ist einfach, das weiß Gott. Und er wird mich in diesen Situationen nicht alleine lassen. Unser Vater geht mit, er trägt mich, er hält mich. Und ja, kurz gesagt, er ist einfach dabei. In jeder Krise, in jeder Not, ja, ist er auch dabei. Also, so spontan gesagt, eigentlich nichts. Die Nachrichten, die ich höre, die lösen bei mir auch eine Unruhe aus und die ich nicht haben möchte. Und manche Vorgehensweisen, die kann ich nicht nachvollziehen, die sind für mich nicht logisch. Und ja, dann ärgere ich mich eine ganze Weile darüber. Ja, aber vielleicht etwas Gutes hat es. Vielleicht die Entschleunigung, dass ich Dinge ja, ruhiger mache, intensiver mache, mehr über manches nachdenke als sonst. Ja, meine Kreativität bekommt auch einen größeren Raum. Ja, ich telefoniere mehr, das habe ich auch schon gesagt. Ja, mehr fällt mir dazu eigentlich nicht ein. Und ich muss eigentlich sagen, ganz ehrlich, ich könnte gut und gerne auf diese Krise verzichten. Und ich bin überzeugt davon, dass ganz viele Menschen auf der Welt genauso denken. Ja, ihr Lieben, also das Negative soll auf keinen Fall mein Schlusswort sein. Ich möchte noch sagen, dass ich euch richtig grüße, dass ich mich auf euch freue, wenn es wieder vorbei ist. Und dass ich euch erinnern möchte, wir haben einen starken Gott, der geht mit durch jede Krise.